Ich bin Aaron Ibrahimovic, bin am 11.12.2005 in Nürnberg geboren, habe angefangen beim TuS Nürnberg, bin anschließend dann zur Spielvereinigung Greuther Fürth, dann zum 1. FC Nürnberg und zum Schluss bin ich dann zum FC Bayern München. Bin hier schon seit 5 Jahren jetzt. Mit 5 war ich schon ein riesiger Bayern-Fan, wollte schon immer mal bei Bayern spielen, habe auch zu meinem Papa gesagt, dass ich unbedingt mal bei Bayern spielen will. Und dann, kurz bevor ich 12 geworden bin, wurde ich auch gescoutet und dann gab es keine andere Aussage als ja. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, bin hier geboren und sobald wir frei haben, fahren wir immer nach Kosovo. Das ist in Prizren. Ja, wir sind damals schon, als wir alle jung waren, meine Geschwister und ich, sind wir immer nach Kosovo gefahren. Wir sind gefahren und nicht geflogen. Von klein auf schon immer in der Heimat gewesen, Opa, Oma, das war mir sehr wichtig und meiner Familie auch, damit ich weiß, wo meine Wurzeln herkommen. Ich habe eine kleine Schwester und sonst sind alle älter. Ich habe sehr, sehr viel von meinem Bruder abgeschaut, von meinem ganz großen Bruder. Ich nehme immer noch Sachen mit, die ich mitnehmen kann. Oder meine Geschwister auch. Die eine ist Erzieherin, von der schaue ich auch viel ab. Mein Vater, der war auf jedem Hallenturnier, auf jedem Fußballspiel, war der immer dabei, egal wo es war. Und hat viel Zeit für mich investiert. Auch die ganze Familie, die, wie zum Beispiel Urlaub, da haben sie sich immer nach mir gerichtet. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie, meistens in der Heimat in Nürnberg. Ich bin mit 12 damals nach München gezogen, ganz alleine. Internat, also vom FC Bayern München. Genau, habe da jetzt knapp 5 Jahre gelebt. War auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit, auch mit den ganzen Jungs. War zwar am Anfang nicht einfach und ich habe die Zeit sehr genossen drüben. Ja, damals habe ich sehr, sehr viel Zeit mit dem Ricardo Wagner verbracht, der jetzt bei Hoffenheim ist. Aber auch die Älteren, wie zum Beispiel Luca Denk, Franz Kretzig damals, die kommen ja auch aus meiner Heimat Nürnberg. Und mit denen habe ich auch viel Zeit verbracht, die haben mir auch sehr geholfen. Wie zum Beispiel Wäsche waschen und so ähnliches. Direkt vom Campus bin ich in eine eigene Wohnung von mir eingezogen und wohne jetzt seit ungefähr einem Monat alleine. Danny Galm ist ein sehr, sehr guter Trainer und der hat mir auch sehr, sehr viel beigetragen auf dem Weg. War immer für mich da, auch neben dem Platz oder auf dem Platz, hat mir Tipps gegeben und der auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Typ. Ja, das war ein Youth League Spiel gegen Barcelona. Da habe ich einen knapp 50 Meter Sprint nach hinten gemacht und das hat er halt voll gefeiert, auch von außen richtig reingeschrien und das hat mich halt echt sehr gefreut und auch gepusht. Und das ist bis heute sogar noch Thema. Mann. Das war echt eine Meile. Jeden Morgen bin ich dann um 8 losgefahren, eine gute Stunde, bisschen länger. Bin dann immer mit dem Bus und mit der Bahn immer zum Training gefahren und das Gleiche dann nach dem Training. Ja klar, war das eine stressige Zeit, aber wie gesagt, für den Traum macht man einfach alles. Man macht einfach alles, man geht jeden Weg, um seinem Traum zu leben. Das war was sehr Besonderes, da du schon von klein auf schon immer Fernseher geschaut habe oder Fußball geschaut habe und die ganzen Profis gesehen habe. Und heute darfst du mit denen zusammen in der Kabine sein oder auf dem Platz. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Im Sommer 21, da war ich noch 15 und durfte schon das erste Mal mit den Profis trainieren und das war was sehr, sehr Besonderes. Da kann ich mich noch erinnern. Das war gegen Paris im Rückspiel, sind wir weitergekommen und dann hat der Thomas Müller erfahren, dass ich meinen Führerschein bestanden habe und hat sich auch mega gefreut für mich und hat dann so einen Post rausgehauen. Der Thomas Müller war auf jeden Fall immer für mich da oder ist immer für mich da, gibt mir Tipps außerhalb vom Platz oder auf dem Platz. Aber zum Beispiel der Joshua Kimmich, der auch, Leon Goretzka, eigentlich alle. Cristiano Ronaldo war es. Ja, dass er mega Familienmensch ist und für seinen Traum sehr viel gearbeitet hat neben dem Platz. Und sein hartes Training einfach. Auf beider Position war es damals Thomas Müller, aber so, auf den ich auch so hochgeschaut habe, war Franck Ribéry damals als offensiver Linksflügelspieler. Ich spiele am liebsten auf der 10er Position oder auf der 8er Position, also ein offensiver Mittelfeldspieler. Paul, das ist
erinnern. Wir waren da, wir haben das Ding uns geholt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist, ja, glaube ich, wenn man Fußballer ist und leidenschaftlicher Fußballer ist, ist das Geilste, was es gibt. Das ist das Geilste, was es gibt, dass wir Wettkämpfe haben, dass wir so einen Platz haben, dass wir solche Bedingungen haben, dass wir so ein Spiel haben, so eine Bühne gegen so einen Gegner, der mit Sicherheit jetzt in der Phase ja, so ein bisschen diese schlechte Stimmung hat, dieses, wo stehen wir, kriegen wir die Kurve oder kriegen wir sie nicht, wir haben sie bekommen in der Hinrunde. Wir hatten brutale Momente, wo wir auf die Fresse gekriegt haben. Aber es geht Stück für Stück nach oben. Nicht so, wie ihr es wollt. Es geht nicht mit 100 km/h nach oben, sondern es geht bei uns Stück für Stück nach oben. Aber das ist Entwicklung. Und das ist ein geiles Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Und die Truppe, die hier ist, die Truppe, die gearbeitet hat, die Woche miteinander, die Truppe, die drumherum sitzt, wir freuen uns darauf. Wir haben richtig Bock drauf, dieses Ding anzugehen, und hier Paroli zu bieten und am Ende des Tages da unten drunter in der Kabine zu sitzen und zu feiern. Und das sind Gefühle, das sind Momente, die Gewinner auszeichnen. Und deswegen, heute geht es um Gewinner. Heute geht es um Gewinner. Im vierten Finale da zu sein, das wir haben in dem Wettbewerb. Heute geht es um Gewinner, um im Hier und Jetzt da zu sein. Das ist ja auch schön. Plus eins im Spielaufbau. Sehr allgemein gehalten, aber alles das, was wir schon gemacht haben. Sieht es so aus, es ist relativ einfach zu erkennen. Es kommen zwei Spitzen, wir müssen anpassen. Dreieraufbau. Papp, Papp, David hier rein, Justin im Zentrum, Tarek hier. Benny, du musst ein bisschen anpassen. Wo ist er? Du musst anpassen, du kannst nicht zu hoch stehen. Du musst anpassen, weil du anspielbar sein sollst. Und weil du die Räume hier für Paul aufmachen sollst. In so einem Moment ist wichtig, dass Torben und Bea hier das Zentrum kontrollieren. Das ist eine Kleinigkeit. Ja? Zu zweit das Zentrum kontrollieren. Bea, einen Schritt zurückkommen, mit zusammen agieren. Ihr müsst doch nicht hier draußen rumlaufen. Bleibt im Zentrum. Ari, komm rein auf die Position, die du kennst. Zusammen mit Paul hier die Überzahl. Und Mamin schiebt nach oben. Und dann haben wir eine Struktur, die extrem schwierig sein wird zu verteidigen. Das war der Weg. Wir haben eine Truppe auf dem Feld gehabt, die seriös, in einer schwierigen Phase seriös gespielt hat. Die Bock gehabt hat, Fußball zu spielen. Da habe ich euch damals erzählt vom ersten Finale. Das ist das erste Final. Ich weiß, beim einen oder anderen im Kopf, Trainer, das ist Koblenz. Aber sie haben uns auch vor ein paar Hürden gestellt, aber wir haben sie gemeistert. Dann kam der nächste Final. Gegen eine Top-Mannschaft aus der Liga, die uns eine Woche vorher hier schon auch Probleme bereitet hat. Top-Mannschaft, die da stand, auch noch zu Hause. Am Ende des Tages haben wir gewonnen durch Überzeugung. Im Nebel, glaube ich, oder? Wenn man da das Spiel analysiert, dann hat man immer viel gesehen. Durch Überzeugung und Power. Und es war nicht die gleiche Elf wie da oben. Es war eine andere Elf. Aber es waren Jungs, die hier dabei waren. Und dann kam im Dezember dieses Spiel. Das Highlight-Spiel, das letzte in diesem Jahr, im letzten Jahr, im 2021. Sieb, gut aufgeschaut, Copado legt nochmal quer, Tor! Ibrahimovic! Auch da eine andere Truppe auf dem Feld. Aber auch da als FC Bayern 19. Erste Halbzeit 0-1.
war bitter. Gab es Feuer da unten, wir haben uns ein bisschen, da war Stimmung in der Kabine. Und dann drehen wir das in 20 Minuten. Und das haben wir uns erarbeitet, dieses Spiel jetzt. Wir sind jetzt im vierten Finalspiel. All in. Ist mir wurscht, ob ihr morgen nicht mehr laufen könnt. Ist mir egal. Es ist alles, alles, was wir drin haben für dieses Spiel. Alles für dieses Finale. Aber wir sind jetzt da. Nicht im Finale, sondern jetzt da. Wir sind jetzt da, um uns dieses Spiel zu holen. Okay? Geh mal an. Komm. Komm. Unsere DFB-Pokal U19-Saison war ja, soweit ich weiß, historisch. Also es hat noch nie eine FC Bayern U19-Mannschaft so weit geschafft wie wir dieses Jahr. Es ist von den drei Wettbewerben, die wir mit der U19 gespielt haben, natürlich der, wo wir eigentlich am erfolgreichsten abgeschnitten haben. Der Druck ist natürlich noch mal ein bisschen höher und es geht einfach in dem Spiel um alles, um das Weiterkommen oder halt eben um das Rausfliegen. Geist, komm! Kreis bilden. Mal jeder für sich, mal die Augen schließen. Jeder mal die Augen schließen. Und unser Pokalweg im Kopf haben. Den Pokalweg, den wir hatten, im Kopf haben. Den Pokalweg in Koblenz. Jeder hat seine eigene Geschichte gehabt. Den Pokalweg in Hoffenheim. Hier gegen Hertha. Dieses Gefühl aufleben lassen. Danach in der Kabine. Holt das Gefühl euch rein. Der eine war auf dem Platz gestanden, der andere hat sich warm gelaufen, der andere auf Tribüne. Aber wir waren da, wir haben das Ding uns geholt, weil es unser Wettbewerb ist. Es gibt 5 Finalspiele in dem Wettbewerb. Wir sind im vierten. Jetzt ist das vierte Finale. Das vierte Finale ist unsere Chance. Unsere Chance, unsere Power. Wir sind da, wir sind hier wieder. Wir gehen raus und wir schlagen sie. Jetzt nicht mehr, schon gleich gar nicht, wenn ich nicht unten an der Linie stehe. Es ist eine Anspannung da, positive Anspannung, weil ja, es ist ein K.O.-Spiel und es geht um den Einzug ins Finale. Von daher ja, sind wir schon angespannt. Ich glaube, dass die Defensive die beste ist, was die Anzahl der Gegentore angeht, was die ganze Bundesliga im Süden hergibt. Von daher ist es eine spannende Aufgabe. Ich freue mich. Es passiert wenig von denen auf unser Tor nach irgendwelchen Kombinationen. Es ist alles nur, wenn wir da reinspielen, wenn wir unsauber sind, aber es ist nicht viel. Deswegen noch mehr Struktur mit Ball, noch mehr Kontrolle, noch mehr Struktur. Ihr seht wieder Stress hier, keine Zuordnung im Zentrum, weiter drüber gehen und jetzt wir starten und dann kommt der Ball, Timing, und dann kreuzen wir und dann hat er gelb. Beim nächsten Mal fliegt er, oder beim nächsten Mal sind wir 2 Meter weiter drin. Das ist die Lösung, die Option. Das haben wir davon gesprochen, über Chipbälle oder flache Eröffnung. Und dieses Variieren geht nur, wenn einer startet. Hier oder drüben Benny. Aber noch mutiger, Justin, Harry, noch mutiger dran. Ihr seid schnell, ihr kriegt sich. Und wenn die Bälle runterfallen, sind wir da als Sechser. Torben, sind wir da als Sechser. Ja? Das, was wir dann machen mit Nachverteilung, das ist Power. Und die Power ist auf dem Feld, Mann. Wenn wir sind nachher hier drin und wir jubeln. Niemand anders. Holt euch das Ding. Vierte Final. Wir holen uns das. Auf geht's. Stopp, geht's.
zielorientierter Fußball spielen. In der Spieleröffnung würde ich versuchen, dass die beiden Innenverteidiger die Überzahlsituation gegen die eine Spitze besser ausspielen, dass einer der beiden IVs mit dem Ball reindrippeln kann ins Mittelfeld, um dann dadurch durch die drei zentralen Mittelfeldspieler von uns Überzahlsituationen herzustellen. Das erhöht den Druck auf den Gegner, den haben wir bisher nicht so richtig aufbauen können durch die Überzahlsituation. Dadurch könnten sich möglicherweise dann Räume über außen ergeben. Den Moment eben warten, der dann ein Risikopass eben mal ermöglicht. Langer Ball! Ranoff! Traumhaft! Löffelt er den rein! Streichelt er den rein! Was für ein Treffer! 1:0 für die Jungs von Danny Gall! Die U19 macht einen ersten Schritt Richtung Finale! Wanner. Super Zusammenspiel mit Ranos. Wanner, mach ihn! Ah, schade! Das wär's! Schlussphase, Jungs! Konzentration! Die Stuttgarter kommen nochmal! 1:1. 84. Minute, alles wieder auf Anfang. Benni, Wicker, zwei Spitzen, die anlaufen, okay? Geh den Dreier aufbauen. Ja, besprochen. Geh den Dreier aufbauen. Lass diese Positionen, lass hier Stress draufbringen. Ja? Kenan. Du gehst hier rüber. Benni, du gehst auf links. Okay? David Herold, Zentrum Justin, Tarek hier. Okay? Okay? Kenan kommt nach innen, David Jonathans kommt auf die Position. Mitball. Okay? Wir haben hier die Sechser, die Doppelsechs. Alex und Beha. Und Torben lassen wir hier vorne auf 10, der zusammen agiert. Das heißt, wir haben den Flügel besetzt. Drei hinten, zwei da. Wir haben das Zentrum sowieso besetzt, weil wir da sind. Passt. Ja, das sind Momente. Das sind Momente, die Spaß machen. Das sind Momente, die richtig Spaß machen. Das sind Momente, wo wir jetzt da sind. Jetzt sind wir da. Wir haben schon einen gesetzt. Wir setzen noch einen. Defensiv kompromisslos. Seid kompromisslos. Seid da. Seid füreinander da. Jetzt brauchen wir Gewinner. Jetzt sind Gewinner gefragt, Männer. Da seid. Offensiv Spaß haben, offensiv Spaß, dieses Feeling von dem Tor. Nehmt das Tor mit, holt es euch nochmal, seid eklig. Wir haben zwei Wechsel noch. Wir haben jetzt noch zwei Wechsel. Voller Überzeugung da sein. Okay? Komm her, auf geht's. Bleib ruhig und überspielt doch mal. Alex, überspielt doch. Crunch Time im Pokal-Halbfinale, es geht in die Verlängerung. Auf geht's, ihr Roten. Der VfB kommt, aufgepasst, gibt's nicht. 91. Stuttgart geht in Führung. So, jetzt alles nach vorne. Riesenchance. Und Ranos. Nicht das 2:2. Was für ein Pech. Die Stuttgarter kommen nochmal. 3:1 für die Gäste. Oh, ist das bitter. Es gibt im Trainingslager gab es eine Situation, ich habe euch hier so einen Sprinter gezeigt, der von hinten rechts bis vorne links gelaufen ist. Könnt ihr euch erinnern? Ja. An den Sprinter, der gelaufen ist, der hat nicht mehr dran geglaubt. Und irgendwann kam der Glaube. Und den Glauben brauchen wir jetzt. Unmöglich ist möglich. Macht es möglich, verdammt nochmal. Macht es möglich, glaubt dran. Die schießen frühes Tor, wir können es auch. Macht es möglich, Männer. Auf jetzt, komm! Hey, komm! Wir haben es letzte Woche besucht. Komm! Kopf hoch, Jungs! Zweite Hälfte der Verlängerung, vielleicht geht noch was. Anschlusstreffer! Aber Kommando zurück.
wie wir in der zweiten Halbzeit der Verlängerung reagiert haben, war extrem klasse. Und wir schießen ein Tor durch Kenan Yildiz, wo der Linienrichter abseits winkt, aber es war kein Abseits. So. Fällt sowas auf 3:2, haben wir noch 10 Minuten, um das Spiel zu drehen. Und ich glaube, die Mannschaft hat diesen Schwung gehabt, die Qualität gehabt, um vielleicht da sich noch ins Elfmeterschießen zu retten. Aber war nicht so. Zum DFB-Pokal, für mich so ja, der Wettkampf oder der Wettbewerb, der am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben uns 6 Minuten gefehlt, um wirklich da mit einer jungen Mannschaft die Sensation bzw. das Finale zu erreichen. Trotzdem wieder ein Spiel auf sehr hohem Niveau, wieder ein Spiel, wo wir an die Grenzen gehen mussten. Wieder ein Spiel, wo wir jünger waren als der Gegner. Und es war so, dass wir bis zur 86. 1:0 geführt haben. Und dann geht es um kleine Details, dann geht es um Dinge, wo der VfB dann einfach vielleicht giftiger war. Und in der Verlängerung haben sie 2 schnelle Tore gemacht. Ja, ich glaube, der größte Titel für eine Bayern U19. Im Halbfinale gewesen zu sein, und wir hätten trotzdem gerne das Finale gespielt und am Ende das Ding gewonnen. Ja, also die Pokalsaison, denke ich, war deutlich besser als die Liga. Wir haben uns gegen gute Gegner wie Hoffenheim und Hertha durchgesetzt und dann leider im Halbfinale, was mich auch persönlich sehr ärgert, verloren. Stuttgart war aber auch, fand ich, besser und hat es verdient gewonnen. Wäre natürlich cool gewesen, hätte man im Finale gegen Dortmund gespielt, was ich natürlich auch cool gefunden hätte. Die spielen 4-2-3-1. Ich kann euch nicht lügen, die sind besser als uns. Ist so, da müssen wir akzeptieren. Aber gerade bei Nico, es könnte sein, nach 3 Minuten bekommen wir ein Tor. Aber wir können nicht den Eindruck hier, bei diesem Trainer, bei diesem Staff, bei den Profis, in diesem Platz. Wir machen 3x20 Minuten. Die ersten 20 Minuten, wir können nicht gehen. Egal wie wir anlaufen, müssen wir akzeptieren. Ein Profispieler macht einfach eine gute Kontrolle, ein gutes Dribbling und ziehen einfach vorbei. Kommen wir zurück, Nico. Nach außen schnell wie möglich. Und wenn der Ball nach Hause kommt, schon versuchen zum Abschluss. Okay, Jungs? Kommunikation, Nico. Bitte seine Schüsse und genießt die Minuten. Sehr viel Spaß gemacht eigentlich. Wir haben den Unterschied gemerkt, dass die Profis also 5 Stufen höher sind als wir. Die haben einfach gespielt, sind viel in der Tiefe gelaufen. Und man hat gemerkt, dass sie also andere Level sind als wir. Und so halt anstrengend, war gut, war eine gute Erfahrung für uns. Und ja, ich fand halt geil, dass ich hier dabei sein darf. Egal ob jung oder alt, egal ob Jugendfußball oder Herrenfußball, egal ob U12 oder U19, am Ende steht immer ein 1 gegen 1. Also im 16er hast du zwar vielleicht dann einen gruppentaktischen Bereich, aber am Ende will der Stürmer ein Tor schießen und ein Abwehrspieler wird es verteidigen. Und deswegen, das 1 gegen 1 ist ein extrem wichtiges Thema. Ja.
Eigentlich ist Alfonso Davies mein Vorbild und der Goretzka, ich habe den angeguckt und der war halt immer in der Tiefe, immer tief gelaufen und bei dem kann man viel abschauen und Kimmich auch, seine Aggressivität und so und ja. Es wird auch gewollt, dass wir oder dass ich als U19-Trainer regelmäßig an der Sebener bin und das soll in Zukunft dann auch mein Ziel sein im neuen Jahr, dass ich regelmäßig dort bin. Ganz lustige Geschichte. Heute vor 10 Jahren hat mich mein Vater für die Talenttage hier in München angemeldet und 10 Jahre später verlängere ich hier für ein Jahr noch am Campus und natürlich ein sehr gutes Gefühl, dass ich weiter dabei bin und jetzt vor allem in der Laufbahn mit der Reha, dass ich da einfach eine Absicherung habe und dass ich mich komplett auf die Reha konzentrieren kann und es weiterhin so gut abläuft wie bisher. Glückwunsch, alles Gute. Danke. Dankeschön. Raresh Kanea kam aus der U17 in die U19, hat also auch den nächsten Schritt gemacht und hat sich dann auch in der Saisonvorbereitung beziehungsweise ganz am Anfang der Saison verletzt. Und ja, da geht es uns auch wirklich darum, für die Jungs eine Situation zu schaffen, dass sie sich das zweite Mal sozusagen auf eine 9- bis 12-monatige Reha konzentrieren können. Das ist schwer genug in dem Alter. Also es verläuft sehr gut. Ich habe gar keine Schwierigkeiten. Wie bisher, es läuft wirklich überragend. Ich habe mit dem Plan komme ich sehr gut zurecht, mit den Trainern, mit dem Staff. Und da hoffe ich, dass es weiterhin so bleibt. Und da freue ich mich auf die neue Saison, wo ich endlich wieder angreifen kann, hoffentlich. Und da bin ich mir sicher, dass es alles gut verläuft. Das Fazit der Saison ist relativ klar, es ist ein Auf und Ab gewesen. Und in der Bundesliga eigentlich jeder Spieltag gezeigt, wir haben es nicht geschafft, eine Serie zu starten über mehrere Siege in Folge. Und es war von einem erfolgreichen Spiel zu einem weniger erfolgreichen Spiel und es war ein ständiges Auf und Ab. Vana Ibrahimovic, guter Schuss und Sold, Rebound 1-0 für die Bayern, 23. Ganz im Stile eines Torjägers. Nesiri, guter Doppelpass mit Unzelt, Nesiri 2-0, eiskalt, 33. Läuft. Heidenheim, der Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Nur noch 2-1 die Führung für unsere U19. Ich muss so spielen. Ja. Ich dachte, das kannst du, Digga. Kann ich jetzt aber. Wäre cooler, wenn es eigentlich. Ja, der Paul ist auf jeden Fall ein sehr guter Junge, mit dem verstehe ich mich außerhalb vom Platz oder auf dem Platz auch sehr gut und gehen auch ab und zu mal was essen, ein bisschen raus, verbringen viel Zeit miteinander. Zweiter Durchgang, unsere U19 führt mit 2-1 gegen Heidenheim. Los geht's mit Durchgang Nummer 2. Oh, Fehler in der Vorwärtsbewegung. 2-2. Ja, das letzte Spiel gegen Heidenheim, der Stachel sitzt schon noch tief, weil es einfach
so ein bisschen das Sinnbild bei unserer Saison. Wir haben, und das hört sich komisch an, aber wir haben in der ersten Halbzeit mit die beste Saisonleistung gezeigt. Ich habe mit Leuten telefoniert jetzt schon, die in der Halbzeit gegangen sind, weil es so deutlich war. Noch gute 5 Minuten zu gehen, 2:2 nach 2:0 Führung. Oh, oh, aufgepasst! Heinheim 3:2 gibt's nicht. Und dann in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett dreht. Ja, das darf nicht passieren. Das zeigt aber, dass es im Jugendfußball alles möglich ist. Das zeigt, dass man im Jugendfußball keine Sekunde, keine Prozentzahl nachlassen darf, sondern man muss, ich habe ein Prinzip, mit dem wir arbeiten, dass Zwischenergebnisse keine Bedeutung haben. Und genau dieses Prinzip zählt für solche Phasen. Eine 2-1-Führung, 2-0-Führung in der Halbzeit bringt noch nichts, weil du musst das Spiel über 90 Minuten zu Ende bringen. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben sehr viel Lehrgeld gezahlt, zweite Halbzeit. Und die Enttäuschung nach so einem Spiel ist natürlich noch viel größer. Ich glaube, dass das Pokalaus gegen VfB schon ein Riss war in der Saison, weil die Jungs wirklich viel vorhatten. Und es gibt einen Knacks in der Saison, weil wir hatten in der Bundesliga nicht mehr die Möglichkeit, oben anzugreifen. Wir hatten, das einzige Highlight war unser DFB-Pokal. Und man hat schon bei den Jungs gemerkt, dass es so ein Einschnitt war. DFB-Pokal aus, Enttäuschung da. Und ja, deswegen die letzten 5 Spiele, die kann man im Nachhinein erklären. Trotzdem sind sie sehr, sehr enttäuschend. Macht die Jungs am Ende des Tages besser, weil sie mehr Erfahrungen sammeln. Aber es war extrem bitter, gerade nach dieser ersten Halbzeit, wo ich echt sagen muss, da waren wir extrem intensiv unterwegs, waren verdient mit 2-0 in Führung und kriegen ein völlig unnötiges Gegentor vor der Halbzeit. Und dann ist es natürlich sehr bitter, dass du am Ende das Spiel verlierst. Ich habe in dieser Saison bei allen Mannschaften gespielt, angefangen bei der U17, dann bei der U19, auch Youth League, Nationalmannschaft und dann auch bei den Profis. Es ging auf jeden Fall alles sehr schnell, aber ich bin froh, jetzt hier zu sein. Ja. Am Anfang nervös war ein bisschen, aber dann, wo ich auf dem Feld war, wollte ich halt einfach nur zocken und da vergisst man auch alles so drumherum. Da spielt man einfach sein Spiel und das war's. Und danach weiß ich, dass auf jeden Fall Josh mir sehr viel geholfen hat am Anfang vor allem und mir das auch erleichtert hat, bei den Spielern oder auch im Training besser aufgenommen zu werden. Wir waren schon im Austausch, auch über WhatsApp, und er hat mir viel geholfen, aber auch hier neben Platz hat er dann gesagt, so was gut ist, was ich verbessern kann oder verbessern soll. Und ja, das hat mir schon sehr viel geholfen. Ich bin ihm auch dankbar dafür. Ja, also ich glaube, Josh ist schon ein gutes Beispiel. Der gibt in jedem Training einfach alles und will immer gewinnen. Und die Mentalität ist genau das Richtige, wo man sich auch was abschauen kann. Aber kann man natürlich von allen, weil alle Spieler sehr, sehr gut sind. Der Geschichte schreiben kann, der 16 Jahre alte Wanner, der also kommen kann. Auf jeden Fall ist es natürlich eine große Ehre, bei so einem Verein jüngster Spieler der Geschichte zu sein, aber auch gleichzeitig eine kleine Herausforderung, weil man jetzt immer, wenn man die Chance bekommt, liefern muss. Und das macht mir auch Spaß und das will ich auch so, um dann auch in Zukunft mal Stammspieler zu werden. Und das ist natürlich hier jetzt Historie. Da sehen wir ihn, den jüngsten Bundesliga-Debütanten in einem Pflichtspiel bei den Bayern, Paul Wanner. Es war auf jeden Fall cool, dass es auch geklappt hat direkt gegen Gladbach. Und ich habe mir eigentlich in dem Moment nicht so viel gedacht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Ich wollte einfach nur dann
jetzt endlich Bundesliga spielen und einfach mein Spiel spielen und habe auch gar nicht so viel nachgedacht, ja, dass mein erstes Bundesligaspiel ist. Also ich bin schon eher ein lockerer Typ und ich hatte jetzt eigentlich nicht so, dass ich Angst hatte oder so, dorthin zu gehen, sondern ich habe mich eher gefreut, endlich dort zu sein und in dem Stadion zu spielen. Jetzt geht es erst richtig los. Und jetzt geht es los, sich gegen die Top-Spieler weltweit, und wir haben im Bundesliga-Kader Weltklasse-Spieler, sich mit diesen Spielern zu messen, diese Spieler, von diesen Spielern tagtäglich zu lernen. Trotzdem ist es für den Paul keine Endstation, sondern es ist der Beginn von hoffentlich einer großen Karriere. Paul Wanner, tolle Aktion von ihm, also der gefällt mir richtig gut, der ist auch richtig schnell. Also ich denke, man entwickelt sich automatisch weiter, wenn man hier jeden Tag mittrainiert und von den besten Spielern der Welt hier was abschaut. Aber meine Ziele in der Zukunft sind auf jeden Fall, mehr Minuten zu sammeln und dann irgendwann so wichtig für die Mannschaft zu sein, dass man auch der Mannschaft helfen kann, Titel zu gewinnen. Ich habe ja meine Reha gemacht von meiner ersten Rehruptur, Kreuzbandrehruptur, und ich war auf dem Weg dahin, wieder bei der Mannschaft zu sein. Und leider habe ich mich ungefähr 2 Wochen, bevor ich wieder bei der Mannschaft gewesen wäre, auf dem Speedcourt verletzt bei einem Richtungswechsel. Ist mein Knie weggeknickt, relativ unglücklich. Am nächsten Tag habe ich die Diagnose dann auch mitbekommen, dass es wieder gerissen ist. Und es war für mich auf jeden Fall wieder ein Schock. Also, das ist ein Gefühl, das kann ich nicht wirklich beschreiben, außer man erlebt es. Also ich kann es mit Worten einfach nicht fassen. Auch sehr schlecht beschreiben, damit ihr es so ein bisschen versteht. Aber es war dann auf jeden Fall so, dass ich erstmal mit dem Gedanken gespielt habe. Also es war auf jeden Fall hart. Ich meine, man weiß immer Kreuzband, dann auch noch eine Rehruptur und dann nochmal. Das ist natürlich immer ein Thema. Ist natürlich extrem bitter und ist wirklich tragisch, dass der Raric als der Kämpfertyp, der sich wieder rangekämpft hat nach seinem zweiten Kreuzbandriss, sich jetzt in der Reha dann leider zum dritten Mal das Kreuzband gerissen hat. Und es war extrem bitter, es ist auch jetzt Gänsehaut noch, einfach die Situation so zu erleben. Dass die Ersten dann schon überlegen, ja, macht Leistungssport überhaupt noch Sinn? Deswegen habe ich erstmal mit dem Gedanken gespielt, aber ich muss auch sagen, wie dieser Gedanke gekommen ist. Ist auch gleich wieder aus dem Kopf verschwunden, nachdem ich die ersten Gespräche mit den Ärzten hatte, mit Physioleuten, mit Trainern. Ich habe am Abend mit ihm telefoniert. Ich habe 2 Tage später war ich mit ihm essen. Ich bin eingeladen zum Essen, weil wir einfach. Ich wollte ihn ein bisschen abholen. Ich wollte ihn abholen, aus diesem Tief herausholen, weil es bricht dann schon was zusammen in einem und in einem jungen Spieler vor allem. Und wir waren gar nicht wirklich auf dieser Ebene Trainer und Spieler. Es war einfach gut, mit dem Trainer essen zu gehen, wie so 2 Freunde. Und er hat mir Sachen erzählt, wie seine Arbeit aussieht und wie alles abläuft. Ich habe ihm natürlich auch gewisse Sachen aus meiner Perspektive als Spieler erzählt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben, ich glaube, 1,5 Stunden miteinander geredet. Und es war auf jeden Fall ein Moment, habe ich so noch nie erlebt. Er war relativ klar. Raric ist ein sehr cleverer, ein sehr zielstrebiger Junge, der weiß, was er will. Und ich glaube, jetzt steht erstmal im Fokus, dass sein Knie stabil wird wieder. Und gar nicht mit dem Druck, irgendwo bis zu einem Zeitpunkt fit zu sein, sondern es geht einfach darum, wieder gesund zu sein. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie es für ihn weitergehen kann. Und da hat er klare Ansichten und da wollen wir im Campus natürlich auch helfen, weil wir eine Verantwortung ihm gegenüber haben und er einfach da offen dafür ist. Und jetzt geht es erstmal darum, aber da ist er stark genug, durch diese Phase durchzukommen. Wir werden ihn maximal unterstützen. Und ja, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn er am Campus vorbeischaut. Und wenn er mir über die Schulter schauen will, dann ist er jederzeit eingeladen dafür. Ich will meine 2. OP jetzt bald machen und dann wieder angreifen. Aber auf jeden Fall ohne Druck. Ja, letzte Einheit. Jungs, auf geht's, komm! Ja!
Scheiße! Halt. Nein, nein, nein! Ja! Schön, dass so viele hier sind. Das ist ja Wahnsinn. Die Saison ziemlich gut angefangen eigentlich. Hat in der Vorbereitung eigentlich alles gut funktioniert. Bin dann leider ziemlich früh rausgekommen durch eine ganz lange Schambeinverletzung und Leistenprobleme, was dann insgesamt 7 Monate gedauert hat. Was habe ich mitgenommen, würde ich sagen, durch die Verletzung viel mich selber kennengelernt, versucht mich selber besser zu verstehen, mit Sachen besser umzugehen, die negativ sind, aber auch positiv. Ich glaube, das gehört auch zum Fußball dazu, dass man auch mal irgendwas Schlechtes erlebt und dann auch was Positives daraus rausziehen kann. Aktuell bin ich wieder gut dabei. Wie gesagt, April, März wieder zur Mannschaft gestoßen, habe dann auch die letzten Bundesligaspiele wieder mitgespielt, konnte meine Einsatzzeiten sammeln, auch wenn es dieses Jahr nicht die meisten waren. Meiner Seite gar nicht so lange ausholen. Ich habe, glaube ich, auf dem Platz jetzt schon was gesagt. Ich habe es ja über sehr viel geredet. Es ist für mich neu, dass es 2 Mannschaften sind. Also ich glaube, das haben wir selten, aber es hat sich einfach jetzt die letzten Wochen angeboten, 2 Jahrgänge zusammenzuschmeißen oder 2 Mannschaften zusammenzuschmeißen. Ja, ich denke für die U19 allgemein für nächstes Jahr ist es gut fürs Teambuilding, weil wir haben jetzt auch die letzten 3-4 Wochen, wo es um nichts mehr wirklich ging, haben wir dann auch mit zusammen trainiert, wo man dann halt so nochmal es schafft, sozusagen eine doppelte Vorbereitung zu haben, um das Teambuilding dann einfach besser hinzukriegen. Es gibt genügend Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die besser dokumentieren, dass wir als Jugendabteilung, als Campus auf einem guten Weg sind. Wenn wir rüberschauen an die Säbener Straße, wenn wir mit Josip Stanisic jemanden sehen, der Fuß gefasst hat, bei der besten Mannschaft Deutschlands, bei einer der besten Mannschaften Europas, sich durchgesetzt hat als Jugendspieler über die U19 hin zur U23 als Beispiel und als klares Beispiel auch für euch, dass die Tür offen steht. Wir dürfen nicht vergessen, Paul Wanner ist der jüngste Bundesligaspieler Bayern Münchens. Der kam aus dem Campus. Wir haben mit Gabi Vidovic ein Bundesliga-Debüt gehabt. Wir haben mit Lukas Copado ein Bundesliga-Debüt gehabt. Wir haben mit Josip Stanisic auch eins gehabt. Und das sind einfach junge Spieler, die aus dem Campus zur Profiabteilung kommen, was ein Verdienst vom Campus ist. Nicht jeder wird den Weg in die erste Liga gehen können. Völlig normal. Aber jeder fand das Bestmögliche aus seinem Talent heraus. Und da muss halt jeder für sich selber in der nächsten Saison schauen, gehe ich jetzt dann mit 93% rein in die Trainingseinheit? Bin ich bei 95%? Oder habe ich wirklich die Energie, das wirklich schaffen zu wollen? Weil das ihr begnadet seid, sonst würdet ihr hier nicht spielen. Diese maximale Motivation im Kraftraum, im Athletikraum, wenn der Trainer mit euch spricht oder der Athletiktrainer oder wer auch immer, alle Antennen maximal auszufüllen, weil ich es schaffen möchte. Ich möchte in die Arena oder ich möchte Bundesliga spielen. Profi zu werden ist unser aller Traum hier in dem Internat. Deshalb sind wir hier, klar auch, weil der Fußball Spaß macht, aber irgendwann will man damit auch sein Geld verdienen. Also ich glaube, man braucht schon ein wenig Talent, aber dann auf jeden Fall auch Mut, Ehrgeiz, Wille, um dem nächsten Tag besser zu sein als dem anderen und einfach sein Spiel spielen, nicht zu ändern, sondern immer versuchen, besser zu werden als davor. Aber ich glaube einfach, dass der Unterschied zwischen einem Nachwuchsspieler, der Talent hat, und eben einem Nachwuchsspieler, der in den Profikader rutscht, ist einfach, dass der Nachwuchsspieler eben viel mehr, sag ich mal, noch an sich arbeitet, immer dran glaubt, bodenständig bleibt und ja, ehrgeizig ist. Ja, man braucht auf jeden Fall immer die richtige Einstellung, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Also das Wichtigste ist einfach die Einstellung, Disziplin
Und ja, ich sage immer 10% Talent und 90% ist Disziplin, Einstellung. Ich glaube, du kannst einfach nur von Tag zu Tag schauen und versuchen, jeden Tag einfach an Leistungslimit zu gehen, um dann einen Schritt näher zu kommen an das große Ziel. Ja. Also das ist jetzt mein Zimmer, ganz kräftig, Nummer 46, keine Bedeutung eigentlich. Und ich bin gerade am Ausziehen. Ich bin einerseits eher traurig und man hat es noch nicht so wirklich realisiert, dass es jetzt doch so schnell ging und kurz davor steht, auszuziehen hier vom Internat. Es waren unglaubliche Jahre hier. Also das ist mein Zimmer, schaut euch um, Couch, Fernseher, alles was man braucht, Schreibtisch zum Lernen. Es ist ein weinendes, ein lachendes Auge, aber das lachende Auge überwiegt, glaube ich, auf jeden Fall. Klar war das eine überragende Zeit, 5 Jahre war gefühlt die Hälfte meines Lebens, an was ich mich erinnern kann. Ich habe hier super viele coole Sachen erleben dürfen. Wahnsinnig viel mit Freunden, wahnsinnig viel mit Mannschaften, Teams, Fußball und so weiter. Man verbindet hier dann schon sehr viel, weil man hier auch 5 Jahre lang gelebt hat sozusagen. Aber mit 19 ist man dann schon irgendwie, man hat zwar alleine gewohnt, aber jetzt irgendwie noch unabhängiger zu sein, macht dann auch schon Spaß, glaube ich. Meine Jugendzeit ist jetzt geendet im Jugendfußball und für mich heißt es jetzt nächster Schritt Richtung Herrenfußball, Profibereich und genau, ich werde bei der U23 mit einsteigen. Morgen letzte Prüfung. Besser. Was hast du? Gut. Was hast du? Deutsch. Englisch. Schriftlich. Ja, aber bin ich eh schon durch. Ist so gut. Passt. Du sagst morgen. Alles gut. Alles gut. Wir bleiben in Kontakt. Wir schicken den Sieg rein. Mach's gut. Danke. Mika, ich war vorbei. Also mit den Jungs, mit denen ich bei Nürnberg gespielt habe, war Gaba, Johannes, Marci, Luca. Mit denen habe ich schon seit der U9 zusammengespielt. Also ist ziemlich lang in der Vergangenheit die Freundschaft. Was auch das ziemlich prägt, würde ich sagen, uns, dass wir auch viel zusammen machen, in Urlaub fahren, alles in der Freizeit machen. Wir sind schon eng aneinander gewachsen durch unseren Weg hier gemeinsam, was dann schon sehr viel Spaß macht. Ja. Ja, also ich glaube, ich würde mal so sagen, Franz ist auch mein bester Freund schon sehr, sehr lange. Wir kennen uns auch seit der U10, glaube ich, wo wir zusammen in Nürnberg eben angefangen haben, Fußball zu spielen. So, das ist jetzt hier mein Zimmer am FC Bayern Campus, wo ich jetzt schon seit 3 Jahren lebe. Einfach gehalten, aber ich glaube, man kann sich hier sehr wohl fühlen. Hier mein Schreibtisch, wo ich gerade mich auf mein Abi vorbereite. Die Ergebnisse, die schulischen Ergebnisse, die wir jetzt wiederum gehabt haben in diesem Jahr, die sprechen dafür, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Beispielsweise hat David Herold sein Abitur geschafft. Und ein paar andere, die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und das ist genauso unser Auftrag wie der, Profispieler eben auszubilden. Und hier, wenn man jetzt aus dem Fenster raussieht, kann man unseren FC Bayern Campus, unser Stadion sehen, wo wir unsere Heimspiele mit der U19 oder auch unsere U17 austragen. Ich spiele jetzt mittlerweile schon seit 6 Jahren hier bei Bayern. Im Internat bin ich jetzt seit, das ist mein 3. Jahr. Und ja, der FC Bayern Campus ist mittlerweile eigentlich meine Heimat geworden, da ich jetzt eben schon seit 3 Jahren hier wohne. Es ist wunderschön hier eigentlich, es gefällt mir sehr. Es ist sehr harmonisch, die anderen Spieler, man versteht sich super, man versteht sich gut mit den Pädagogen und ich glaube, da hat man echt ein gutes Ersatz zu Hause, sage ich jetzt mal. Also ich ziehe mit Luca zusammen in der WG, macht riesen Spaß, freue mich sehr.
Das bedeutet für mich eigentlich quasi vom Feeling her mit den Freunden nichts anderes, aber man ist ein bisschen selbstständiger, macht viel mehr alleine, was dann auch Spaß macht. Mit Luca zusammen, das ist mein bester Freund. Ich vertraue ihm zu 100% und ich freue mich jetzt halt auf die weitere Erfahrung eben in der neuen Wohnung, ein neuer Lebensabschnitt eben, und ich glaube, mit ihm habe ich einen guten Partner, wo ich mich auch gut verstehe und dadurch ein gutes Verhältnis weiterhin pflegen kann. Und ich freue mich natürlich auch, nächste Saison mit ihm zusammenzuspielen in einer Mannschaft. Lass uns die Kartoffeln mal ins Auto und mein Lager. Yes! Morgen können wir es ja. Und morgen früh schon alles auf. Danke. Gerade im Jugendbereich ist Ausbildungszeit. Alles danach, da geht der Fußball jetzt richtig los. Und die eigene Geschichte endet nicht in der U19 von Bayern oder in der U23, endet auch nicht mit dem ersten Profivertrag. Eine Geschichte endet, wenn du am Ende deiner Karriere einfach dich zurücklegen kannst und sagen kannst, ich habe 15 tolle Profijahre gehabt. Ich freue mich auf eine neue Saison. Ich muss persönlich sagen, durch diese Saison sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich bin wieder einen Schritt weiter. Wir am Campus sind einen Schritt weiter und wir freuen uns auf die neue Saison. Wir werden uns gezielt vorbereiten, werden die Jungs dann auch in der Vorbereitung fordern, um dann, ja, wenn es losgeht im August, sofort da zu sein. Und das ist unser Auftrag. Und es geht wieder darum, im Jugendbereich eine neue Mannschaft neu zu formen und am Team zu arbeiten. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Abstand, Erholung, analysieren. Und dann geht es mit neuer Energie in die neue Saison.